Ja, los geht's. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Forts. 1 gegen 1 Ranked-Modus. Ich habe hier eine Runde ausgepackt, die ich vor kurzem gespielt habe. Und wir sind ja Philfort. Ich bin rechts, der Gegner ist links. Und ich glaube, das ist ein Match, wo ich so Rang 30 war ungefähr. Und ja, da kriegt man manchmal richtig gute Gegner, manchmal richtig schlechte Gegner. Es ist wirklich sehr random. Ich glaube, die richtigen Pros spielt man dann erst, wenn man konstant in den Top 10 spielt und je länger die Saison geht. Ja, und ansonsten sind die Gegner halt auch manchmal nur aus den Top 100 oder Top 200, die man dann easy wegholen kann. Was der Gegner hier ist, wissen wir noch nicht, aber wir werden es herausfinden. Eine von den guten, eine von den mittleren. Wir werden sehen. Ich gehe hier eine klassische Standardroute. Der Gegner hatte das Gürteltier. Das heißt, ich weiß schon mal, dass er die MG-Taktik nicht spielen kann. Er kann die MGs nicht auf Stufe 3 bringen und mich beschießen. Zumindest nicht von der Position, in der er sich da unten befindet. Wenn er hochbaut, würde das vielleicht gehen. Das weiß ich nicht. Aber er kann zumindest nicht hier gerade rüber schießen. Das ist, denke ich mal, klar. Ja, ich habe hier ganz schnell gerusht auf die Munitionsfabrik. Vier Minen. Gegner baut seine fünfte Mine. Hängt deutlich hinterher, hat sein Zentrum noch nicht gebaut, seine Technologie nicht mal die erste. Das habe ich alles gesehen. Mit dem Spion. Ich habe hier auch ein Stück Metall abgebaut, damit ich ein bisschen mehr Ressourcen habe, um das alles early besser zu pushen. Pushen, pushen die Hausschuhe. Und ja, jetzt bauen wir hier langsam hoch. Der Gegner übertreibt, ich weiß nicht genau, was er vorhat. Es wirkt so, als würde er ja auf Economy gehen. Langfristig, im Sinne von, er denkt, ich greife eventuell nicht früh an. Keine Ahnung. Zwei Windradreihen auch komisch. Also, naja, wir werden sehen, was da kommt. Aber im Moment sieht es sehr komisch aus. Er braucht auch viele Ressourcen, hier hinten alles doppelt zu ziehen. Wir versuchen hier ganz easy den Hurwitzer Rush. Wir geben sehr wenig aus, wir haben quasi noch nichts gebaut, was unnötig war. Und haben aber gesehen, dass der Gegner nichts hat. Deswegen Hurwitzer Rush, wir haben da ein bisschen mehr Zeit. Hätten wir weniger Zeit gehabt, hätte ich eins höher gebaut und noch die Kanone gesetzt. Da baut ein Upgrade-Zentrum. Auch fragwürdig. Ich meine, die Standardsachen sind die MGs und die Sniper. Wenn du die upgraden willst, hast du da eigentlich nichts von auf dieser Map. Das heißt, er kann nur Minen upgraden und Windräder. Und da stellt sich dann die Frage, wofür? Also so viel Zeit hat er nicht mehr. Und wenn er schon mal Ranked gespielt hat, wovon ich ausgehe, bei den Rängen, dann müsste er eigentlich wissen, dass das nicht lange ausreicht. Nur dass man nicht so viel trödeln kann, bis dann der Gegner mit was kommt. Ich meine, ich strenge mich ja schon manchmal an und werde überrascht von schnellen Sachen. Wenn da ein Nuke Rush in die Ecke kommt oder so. Ja, er geht jetzt wirklich aufs Minen-Upgrade. Will die Ressourcen benutzen, um gegenzubauen. Vielleicht denkt er, dass ich frontal nichts bringen kann, dass er deswegen ein bisschen mehr Zeit hat. Aber ehrlich gesagt, so langsam müsste man an seiner Stelle mal was bauen. Immer noch keine Technologie, die irgendwie eine gute Waffe bringen würde. Unser Howitzer ist zu einem Drittel fertig. Und ich habe mir halt gedacht, du nimmst den Howitzer, hältst rein und dann mit dem, wie heißt der Teil denn, das, die Bassware, mit der Bassware hinterher. Wenn der Gegner hier ein bisschen höher baut, ohne Kanone platziert, also von hier ist mit der Kanone schwer vom Winkel zu schießen, aber wenn er höher baut, jetzt sieht man es, dass ich dann hier mit einer Bassware rüberhalte, beziehungsweise wenn ich Zeit habe, auch eine Kanone platzieren kann. Tja, der Kollege hier baut komische Sachen. Wir bleiben weiter an der Taktik dran. Howitzer ist fast fertig. Ich habe jetzt auch meine Upgrade-Fabrik gebaut. Ich habe mir gedacht, okay, wenn er das macht, ich habe jetzt genug Zeit, ich kann das auch machen.
Nicht, dass das in einem Ressourcenkrieg endet, das hätte ja sein können. Falls er mich mit irgendwas überrascht, was ich nicht gesehen habe, dass es dann wirklich darum geht, schnell gegenzubauen und dann brauchen wir die Ressourcen, brauchen das Metall, brauchen die Energie und deswegen habe ich auch mal die Upgrade-Fabrik gebaut. Jetzt kommt erst mein erster Schild. Ich habe beim Gegner noch keine Waffen gesehen und ja, deswegen erstmal ein Schild bauen. Normalerweise hätte ich den dann früher gebaut, wenn die Gefahr etwas größer gewesen wäre. Die Basthor ist fertig, der Howitzer ist fertig. Schauen wir uns den ersten Schuss an. Na gut, man kam drüber. Schön rein. Das sieht nach einem guten, soliden Loch aus. Und jetzt mit der Basthor hinterher wäre natürlich ein Träumchen. Das sieht richtig gut aus. Oh, das knackt. Und da ist eine Menge verloren gegangen. Er ist quasi auf Null runter, hat nichts mehr. Hat aber sehr schnell reagiert, muss man sagen. Also, er hat den Howitzer-Schuss bekommen, direkt 5 MGs. Habe ich selbstverständlich gesehen und da werde ich mich gleich darauf einstellen müssen. Zunächst aber mal werden wir hier mit einer Kanone arbeiten. Die ist hier oben in einer ganz okayen Position, kann hier über den Kamm schießen und fällt dann von oben in den Reaktor rein. Falls der Howitzer irgendwann nicht mehr das Maß aller Dinge sein sollte, falls wir die MGs nicht wegkriegen, dass wir dann noch eine Alternativwaffe haben. Da sehen wir es, die MGs nehmen den Howitzer-Schuss komplett weg. Infolgedessen Sniper platzieren, glasklare Sache. Wir halten nochmal rein mit der Basser. Hat diesmal nicht gereicht. Man muss auch sagen, wenn hier Windräder stehen, man trifft das Windrad, dann ist die Energie wirklich nicht da, um durchzusäbeln durch das Holz. Aber wir können die Waffe ja auch nicht noch stärker machen. Den nächsten Bastos-Schuss müsste ich jetzt ein Stück höher setzen, damit ich diesen Kasten da wegkriege. Mache ich auch. Sieht super aus und der Kasten ist weg. Er hat genauso wenig wie vor einer Minute, als wir ihn das erste Mal abgeholt haben. Jetzt versuche ich mit dem Sniper seine MGs rauszunehmen. Zwei habe ich rausbekommen. Das müsste eigentlich schon fast reichen. Danach wird es ein bisschen eng mit dem Kamm. Da könnte ich jetzt doch eigentlich nochmal den Howitzer zerschießen. Oder nicht? Einfach mal nett drüber halten. Mache ich jetzt auch. Drei schießen. Drei reichen aber nicht. Geht schon in die richtige Richtung, hat aber nicht viel Schaden gemacht. Die MGs haben den Schuss anscheinend ein bisschen geblockt. Die Kanone ist aber auch gleich fertig. Dann können wir noch ein bisschen besser arbeiten. Wir sehen hier platziert Schilde. Der Reaktor ist hier aber sehr schlecht geschützt. Von hier oben können wir mit der Kanone nichts mehr machen. Wir müssen entweder mit dem Howitzer hier treffen und dann mit der Kanone. Naja, oder wir machen halt nichts. Die Basta ist rausgegangen, ich platziere zwei Sniper. Kanonenschuss, wunderbar. Hat auch ordentlich Schaden gemacht. Wie gesagt, aber halt keine Deckung da unten. Nur hier oben. Der Howitzer wird wieder rausgeholt und ich muss jetzt mit dem Sniper mal countersnipen. Treff nicht. Und diesmal habe ich getroffen. Und jetzt haben wir den Sniper in einer wirklich hohen Position, eine wirklich gute Position. Wir können die MGs nacheinander raussnacken, wenn wir sie treffen würden. Ich habe mir immer ein bisschen Angst, dass der in den Felsen geht, deswegen schieße ich so vorsichtig. Aber drei MGs reichen nicht gegen den Howitzer. Der Howitzer kommt, trifft wunderbar und die Kanone hinterher. Leider hat er hier jetzt diesen Schild gebaut. Der hat ihn vor Schlimmerem bewahrt. Hätte ich hier unten reingeschossen mit der Kanone, wäre es vorbei gewesen. Das habe ich aber leider nicht getroffen. Ihr wollt jetzt hier zwei Sniper, um gegen zu snipern. Ist gar nicht so dumm. Kann man machen. Aber er braucht hier vorne was. Das ist wirklich nicht so effizient, wie er es im Moment hat. Ihr baut jetzt hier auch ein Schild. Kann man machen. Er hat ja auch die Ressourcen, um sowas zu bauen. Deswegen frage ich mich, warum er es nicht häufiger macht. Und jetzt kommt die Kanone. Jetzt muss das aber auch mal vorbei sein. Immer noch nicht. Vielleicht eine Buzzsaw. Habe ich nicht. Tja, bitter. Ich habe es versucht, mit dem Sniper in den Reaktor reinzuschießen. Das hat nicht funktioniert. Und er hat jetzt zwei Sniper. Wenn er es klug macht, hält er meine Sniper jetzt raus, platziert die MGs nach und deckt sich hier gegen die Kanone ab. Dann kann ich nicht mehr mit dem Howitzer darüber schießen, wegen den MGs. Seine Sniper nehmen meine raus. Und die Kanone macht keinen Schaden mehr. Das kriegt er aber anscheinend in der Zeit nicht hin.
Wir zielen mit der Kanone, schießen über den Kamm, treffen wieder gut, machen wieder Schaden, aber nicht perfekt. Hier unten, das ist alles normales Holz, da können wir überall durchschießen. Das heißt wirklich, der Gegner könnte bereits tot sein. Wir kriegen es aber nicht gebacken. Ändert natürlich nichts daran, dass wir die deutlich bessere Situation haben jetzt mit dem Howitzer, mit den Kanonen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, würde ich sagen, bis wir den hier rausholen. Tja, Sniper rausgenommen. Nicht mit dem Sniper, die MG ist rausgenommen. Jetzt kann der Howitzer wieder schießen. Ein MG-Schütze reicht da wahrlich nicht aus. Oh, das sieht schon wieder arg nach Brechen aus. Und diesmal trifft der Kanonenschuss wunderbar in den Reaktor. Das war's mit unserem Kollegen. Und das können wir uns ja meinetwegen nochmal in der Zeitlupe anschauen. Einmal Play. Der Howitzer schießt. So, Kanone kommt über den Hang rüber. Schön in Zeitlupe. Diesmal treffen wir perfekt hier unten rein. Nicht hier oben immer gegen die Schilde, sondern genau unten. Da, wo er wenig Holz hätte. Das hätte er an der Stelle anders machen können. Dann hätte er eventuell nochmal ein Comeback starten können. Aber ich denke, wir haben das ganz solide runtergespielt. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.